herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem brandneuen FIFA 15 Team Review. Heute soll es um Real Madrid gehen, das beste Team in den letzten Jahren in FIFA. Und heute stellt sich natürlich die Frage, ob sie auch in FIFA 15 das beste Team sein werden. Und wie immer fangen wir natürlich an mit dem Torhüter und da haben wir Iker Casillas, einer der stärksten Torhüter in den FIFAs der letzten Jahre. Dieses Jahr in FIFA 15 wurde er allerdings ein bisschen runtergewertet. Ich denke aber, dass er immer noch ein sehr, sehr starker Torhüter ist. Vor allem seine Reaktionen zum Teil sind ziemlich unmenschlich und dementsprechend denke ich, ist er stark genug, um der Torhüter bei Real Madrid zu sein und ich denke nicht wirklich, dass er in dem Team ein Schwachpunkt ist. In der Defensive haben wir als ersten Innenverteidiger, den ihr auf jeden Fall spielen müsst, natürlich Sergio Ramos. Er ist schnell für einen Innenverteidiger, er ist sehr, sehr stark und vor allem auch sehr kopfballstark. Er gewinnt da fast jedes Duell in der Luft und dazu hat er sehr gute Tacklings und Grätschen. Und wenn ihr dann einmal den Ball mit ihm erobert habt, dann könnt ihr mit seinen nicht so schlechten langen Pässen gefährliche Konter einleiten. Und all diese Fakten kombiniert machen ihn zu einem der besten Innenverteidiger im Spiel. Den müsst ihr auf jeden Fall spielen. Für den zweiten Innenverteidiger habt ihr die Wahl zwischen Pepe und Varane. Ich weiß, dass viele Spieler in FIFA 15 Varane bevorzugen, einfach weil er mittlerweile schneller ist als Pepe. Aber ich persönlich finde Pepe besser, weil er der aggressivere Verteidiger von beiden ist und dementsprechend mehr von selbst tackelt, was ich in FIFA 15 wichtig finde. Und auch insgesamt habe ich einfach ein besseres Gefühl, wenn ich mit Pepe spiele. Ich weiß nicht genau warum, dementsprechend bevorzuge ich ihn, aber Varane ist genauso eine Option. Die Wahl für die Außenverteidiger ist meiner Meinung nach relativ einfach. Links spiele ich mit Marcelo und als rechten Außenverteidiger nutze ich Carvajal. Die beiden sind einfach sehr solide Außenverteidiger und ich möchte nicht mit Coentrao spielen, weil er der schlechtere Außenverteidiger als Marcelo ist meiner Meinung nach. Und auf der anderen Seite möchte ich keine zwei Linksfüßer als Außenverteidiger nutzen, weil das dann wiederum Probleme mit Flanken und langen Pässen Richtung Grundlinie gäbe. Im defensiven Mittelfeld von Real Madrid hat man dann einige Optionen. Ich persönlich bevorzuge Modric und Kroos. Modric auf der einen Seite ist relativ schnell für einen zentralen Mittelfeldspieler und hat gute Tacklings und ist sehr agil. Man kann also Passwege mit ihm zustellen oder den Ball raustackeln. Und wenn man den Ball dann erobert hat, kann man gefährliche Konter einleiten mit Modrics unglaublich guten langen Pässen. Kroos auf der anderen Seite hat die besseren Longshots und ist auch ein bisschen körperlich stärker und hat natürlich auch sehr, sehr gute Pässe. Dementsprechend denke ich, sind die beiden ein sehr, sehr gutes Duo zusammen. In FIFA 14 habe ich auch noch viel mit Khedira gespielt, aber in FIFA 15 habe ich das Gefühl, ist er nicht gut genug und dementsprechend denke ich, ist man dort mit Modric und Kroos sehr gut bedient. Im offensiven Mittelfeld nutze ich als meine zwei Flügelspieler Bale und Benzema. Bale auf der einen Seite ist eine ziemlich offensichtliche Wahl, er ist sehr, sehr schnell, seine Dribblings sind richtig stark, er hat sehr gute Abschlusswerte und seine Flanken und Longshots sind ebenfalls sehr gefährlich und dementsprechend fühlt er sich für mich so ein bisschen wie ein kleiner Ronaldo an und ich denke auf jeden Fall, dass man ihn im Squad von Real Madrid spielen muss. Benzema auf der anderen Seite ist nicht der Spielertyp, den man normalerweise auf dem Flügel nutzen würde, aber weil ich dort nicht mit Ronaldo spielen will, weil das meiner Meinung nach eine Verschwendung seiner Fähigkeiten wäre und weil Di Maria gewechselt ist, man ihn deswegen logischerweise auch nicht mehr auf der Position nutzen kann, denke ich, muss man Benzema spielen. Er ist zwar nicht der schnellste, aber was ich wirklich an ihm mag, ist, wenn man mit ihm in die Mitte zieht, dann kann man seine gefährlichen Ife-Schüsse sehr, sehr gut nutzen und auch wenn man mit ihm eine Chance mal kreiert, dann helfen einfach seine krassen Finishing-Skills und dann kann man dementsprechend auch oft das Tor machen. Hernandez und Jesse Rodriguez wären ebenfalls zwei Optionen, die man dort spielen könnte, aber auch wenn beide Spieler schneller sind als Benzema, denke ich, dass sie alles in allem nicht an seine Klasse herankommen. Als meinen zentralen offensiven Mittelfeldspieler nutze ich James Rodriguez und ich muss wirklich sagen, dass ich ihn sehr, sehr gerne spiele. Ich finde einfach, dass er insgesamt ein sehr guter Allrounder ist. Er hat richtig krasse lange Pässe, er kann den Ball auch mal selber abschließen und seine Longshots sind auch ganz solide insgesamt. Seine einzigen Schwächen meiner Meinung nach sind, dass er manchmal in manchen Situationen zu langsam ist und dass er nur 3 Sterne auf dem schwachen Fuß hat. Aber insgesamt, wie gesagt, ein sehr guter Allrounder und ich weiß nicht genau warum, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit ihm am Ball bin, dass ich eine Chance kreieren kann und das ist ja das, wofür ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler da ist. Isco wäre ebenfalls noch eine Option, aber insgesamt denke ich nicht, dass Isco die Klasse hat, um James Rodriguez im Squad von Real Madrid zu ersetzen. Und abschließend auf der Stürmerposition haben wir natürlich den Meister höchstpersönlich, Cristiano Ronaldo. Wie ich bereits angesprochen hatte, denke ich, dass man ihn auf jeden Fall als Stürmer nutzen sollte, um all seine Stärken richtig ausspielen zu können. Ich meine, er ist sowas von gut. Er ist einmal mehr der beste Spieler im Spiel. Da gibt es gar keinen Zweifel meiner Meinung nach.
Auch wenn Messi dieses Jahr ein bisschen besser geworden ist, kommt er immer noch nicht an Ronaldo heran. Ronaldo ist einfach sowas von gut. Er ist extrem schnell, er fühlt sich schneller an als letztes Jahr. Er ist sehr, sehr stark, er kann den Ball also beschützen, kann ihn abschirmen. Seine Kopfballstärke ist unglaublich. Wenn man den Ball zu ihm flankt, dann fühlt sich das wie FIFA 14 an. Er hat seine Abschlussqualitäten, über die braucht man nicht zu reden. Seine Longshots sind extrem krass, seine Fehlschüsse sind extrem krass. Er hat die 5-Sterne-Skills, das heißt, jeden Skill-Move kann man mit ihm performen. Und er hat auch 4 Sterne auf dem schwachen Fuß. Das bedeutet, alles, was man mit seinem rechten Fuß machen kann, kann man vom Ding her auch mit seinem linken Fuß ausführen. Und insgesamt ist er einfach wieder mal der Spieler, mit dem man alles machen kann, was im Spiel möglich ist. Einfach, wenn man im Angriff ist, den Ball zu Ronaldo geben und dann ein Skill-Move performen oder einen Sprint ansetzen, irgendwas, und man kann meist das Tor dann ebenfalls auch machen, und er ist einfach insgesamt zu krass. Er ist wieder overpowered und er ist meiner Meinung nach auch wieder der Grund, warum Real Madrid das beste Team im Spiel ist. Als letztes habe ich für euch wie immer die Zusammenfassung, und während ihr im Hintergrund alle Vor- und Nachteile von Real Madrid sehen könnt, möchte ich noch ein bisschen was über das Team sagen. Wie bereits angesprochen, finde ich, dass Real Madrid in FIFA 15 das beste Team ist, auch wenn es dieses Jahr ein ziemlich enges Rennen mit Bayern München war. Zu denen habe ich ja schon ein Team-Review gemacht und den hatte ich 9,5 von 10 Punkten gegeben und Real Madrid hat, wie ihr sehen könnt, 9,6 von 10 Punkten. Normalerweise wären es auch 9,5 gewesen, einfach weil Real Madrid dieses Jahr nicht das perfekte Team ist. Sie sind nicht die 10 von 10 Punkten, weil sie auch einfach Schwächen haben. Und Bayern München ist sehr, sehr nah dran dieses Jahr. Auf manchen Positionen sind sie sogar besser besetzt, meiner Meinung nach. Zum Beispiel ist Manuel Neuer der bessere Torwart als Iker Casillas. Aber am Ende ist es halt wirklich Cristiano Ronaldo, der den Unterschied macht. Der ist dieser kleine Vorsprung, ist Cristiano Ronaldo, diese 9,6 von 10. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach in FIFA 15 einmal mehr Real Madrid das beste Team. Das war's für das heutige Team-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, um unseren Kanal und vor allem das Format hier zu unterstützen. Und schreibt in die Kommentare, welches Team ihr am besten findet in FIFA 15. Das war's soweit von meiner Seite. Ja, seid gespannt auf mehr FIFA 15-Content auf unserem Kanal. Ich bin raus. Ciao, ciao. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem brandneuen FIFA 15 Team Review. Wir haben uns als allererstes den FC Bayern München